Schlachtschiff Bismarck hat mir ein wirklich heute schnelles Nümmerchen mit der Molotow geschickt und daher herzlich willkommen hier mit diesem Replay von der Molotow. Also, ich glaube, wir sehen jetzt wirklich einen tollen Schaden in kürzester Zeit und daher wollen wir da jetzt gar nicht so lange verweilen, sondern gucken, was hier dieser Premium so anrichtet, auch wenn das Wetter noch schlecht ist, aber vielleicht reißt es ja noch ein bisschen auf. So, und hier hat er schon seinen Scout, so sage ich mal, in die Luft geschickt und kommt damit dementsprechend weit und kommt hier auch schon auf die New York drauf. Aus der Position und aus der Sicht ist es aber gar nicht so einfach, eben den Gegner zu treffen, weil man einfach diese Sicht meines Erachtens bei weitem nicht so gewohnt ist. Und hier bekommt er auch schon dementsprechend Feuer, aber die Molotow einfach mit dem wirklich schnell fliegenden Geschützen und Granaten. Wenn man mal sieht, 18 Kilometer entfernt und hat er da lediglich 9 Sekunden, bis die da drüben ankommen. Also das ist schon schnell. So, jetzt auf die Nürnberg, die natürlich mit AP zu beschießen ist. Hat aber jetzt einen dicken Hit direkt einfangen müssen und dreht jetzt auch deswegen etwas ab. Und kriegt dann nochmal von hinten leichten Schaden, denn aber hier das Modul rausnimmt. Oh ja, die Kuma wäre ein schönes Ziel, weil Kuma wähnt sich da recht sicher, fahrt jetzt auch rückwärts. Ja, schön, 4 Zitadellen. Das hat sich doch mal wirklich gelohnt. Und da hat er jetzt jeden Turm einzeln schießen lassen, um eventuell, wenn er doch nochmal geradeaus fährt und sonstiges. Und nochmal die Zitadelle. 6 Zitadellen. Oh, nee, das war dann sogar so gesehen schon die 7. Also wirklich sehr, sehr, sehr fleißig. So, was kann ich denn sagen, dass euch nicht so viel vorwegnimmt? Gut, es steht eine, steht da. Die Runde dauert nicht mal 8 Minuten. Also das ist schon wirklich, wirklich schnell für eine World of Warships Runde. Und dann noch den Schal anzubringen, das ist nochmal schneller. Und hier auch nochmal 2 Zitadellen. So, da jetzt also die Königsberg natürlich auch ein sehr schönes Ziel, weil einfach verhältnismäßig leicht die Zitadellen zu treffen. Und auch hier nochmal 3 Zitadellen und die Zerstörung mit einem vernichtenden Schlag. Also, das ist schon eine ganz, ganz eigene Nummer, was er hier gerade spielt. Ja, ich glaube, Zitadellen brauche ich ja schon fast gar nicht mehr kommentieren. Das ist ja, also gefühlt, das ist ja schon merkwürdig, wenn er mal keine trifft. Unser Team hat die Führung übernommen. Und Nürnberg dreht eigentlich gut rein. Also der nächste Hit sollte den wegmachen. Auch auf die Distanz, eine sehr schöne Distanz. Ja, war klar, dass da auch nochmal eine Zitadelle fliegt. Gegnerischer Kreuzer zerstört. Jetzt die New York. Das ist natürlich eine ganz eigene Nummer. Und neben ihm auch die Isokase, die man gerade gesehen hat. Aber auch hier schießt er weiter, scheinbar mit AP drauf. Na, die hat's nicht gut geschossen, die Isokase.
So, und jetzt muss er da aber mit dem Schiff mitdrehen, dass er da dementsprechend drauf kommt. So, jetzt auf die New York drauf. Da wird auch der Cap gerade eingenommen, so wie das aussieht. Oh ja, jetzt kommt die New York definitiv in eine schöne Torpedoposition. Dreht da jetzt auch nochmal mit, dass er auch die, vielleicht die anderen Torpedos zur Verfügung hat. Isokase da rechts. Da kommen die Torpedos direkt drauf. Hier Großkaliber auf die New York. Drei Zieltreffer der Torpedos an dieser Stelle. Und hier, Wahnsinn, was er hier abfeuert. Isokase zerstört. Die New York wird gerade behakt. Hinter ihm noch eine Isokase. Also, das ist mal fleißig, was er hier macht. Da die Zieltreffer. Er geht jetzt erstmal nur auf die Isokase drauf. Und die Sekundären schießen hier auf die New York. Isokase weg, Krake freigelassen. Und auch da Doppelschlag. Wow. So, und jetzt noch auf die Fuso. Und hier der Cap, der ist auch so gut wie durch. Noch die Torpedos im Wasser, die stören ihn aber nicht mehr wirklich. Sechs Kills, fünf Torpedotreffer, 68 Treffer. In Summe machen wir jetzt mal langsam, weil es ist gleich vorbei. Der Cap geht nämlich durch. In Summe hat er 154.000 Damage gemacht und das in nicht einmal 8 Minuten. Also wirklich eine Wahnsinnsrunde hier von der Molotow. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß bei World of Warships. Drückt euch auch die Daumen für so eine geile Runde und ob man mit dem Schiff was anfangen kann, das hat es hier in bester Manier bewiesen. Also, bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.